Spider-Shark ist vorbei und wir wollten noch mal ein bisschen drüber sprechen, ja, wie es uns gefallen hat, was vielleicht noch hätte passieren können und wie es möglicherweise weitergeht. Also erstmal nochmal vielen Dank, Ben, dass du das umgesetzt hast, so schnell und vor allem, wir haben so uns ja, ja, was heißt so schnell? Also andere Leute brauchen für unsere Spinnereien länger. Ja, weil der Ursprung war Sea of Thieves damals. Ne? Wir haben damals auf Fritz gewartet, weil Fritz irgendwie nicht irgendwie ins Internet connecten konnte. Dann haben wir uns einfach, während wir beim Sea of Thieves spielen waren, so einen totalen Trash-Horrorfilm ausgedacht. Gepennt, der Fritz. Oder hat gepennt. Ich glaub, so rum. Ich ich hatte versucht, das irgendwie jetzt weniger peinlich hinzukriegen. Stimmt ja auch, ne? Also. Ja, dann haben wir uns da halt gegenseitig quasi hochgeschaukelt und das hat immer weiter erzählt und das hat Ben dann quasi zum Ausgangspunkt genommen, um eben dieses Pen-and-Paper-Abenteuer zu schreiben. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir es mal geschafft haben, das aufzunehmen. Es war ursprünglich mal für Halloween auch schon geplant, hat dann aber irgendwie nicht hingehauen und jetzt veröffentlichen wir es halt quasi jetzt, wenn ihr das gerade seht. Wir müssen an dieser Stelle auch nochmal was dazu sagen, das haben wir jetzt gar nicht gehört, weil natürlich der Soundtrack erst nachher reinkommt, weil auch wenn der hier der Kevin Costner Robin Hood spielt, dann hört er die Musik auch noch nicht. Das kommt jetzt hinterher drauf. Gott sei Dank. Zeitgemäßes Beispiel übrigens. 90er, nee, ja. Wir müssen uns bei Daniel, nicht bei dem Daniel, sondern bei unserem lieben Zuschauer Daniel, aka Taskette, bedanken, der den Soundtrack hierfür gemacht hat, hervorragend. Und das hat das Ganze nochmal natürlich auf ein ganz anderes Niveau gehoben, auch super schnell gemacht. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, wie hat es euch gefallen? Ich fand die Zeichnungen total super wieder. Ja, die sind noch besser geworden als früher. Also hast du da irgendwie geübt? Also das ist ja der Comic-Stil, den ich auch schon bei, ich glaube, Office benutzt habe. Und ja, da habe ich, da gab es eine schöne Vorlage. Nachdem ihr mit Spider-Shark rumgesponnen habt, hat sofort irgendjemand im Netz das Ding gefunden. Und ich habe es nur ein bisschen verändert und ein bisschen gruseliger gemacht. Aber ist top. Dankeschön. Ich habe also kurz vor Ende hatte ich echt, war ich unzufrieden, wie die Story weiterläuft, weil ich erst dachte, jetzt wird quasi der Typ nur zu diesem Spider-Shark-Man und dann war's das. Und ich wollte unbedingt noch, dass am Ende quasi Spider-Shark redeemed wird, so als der für uns ja quasi kämpft oder zumindest irgendwie so eine neutrale Naturgewalt ist und das ist am Ende noch passiert. Schade, dass man aber nicht gesehen hat, Spider-Shark gegen Octogator. Aber das kann man ja für den zweiten Teil sich quasi sehen. Ja, ich wollte sagen, es muss ja was, es wird ja noch jede Menge Sachen offen geben, ne? Okay, wir wissen nicht, was Martins Charakter in der Stadt eigentlich wollte. Ne? Das ist also, richtig. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Es kam gar nicht zum Tragen. Ja. Dass das eigentlich Sollen wir das jetzt was auflösen? Na, das kommt für Spider-Shark 2. Ja, das spielt ja keine Rolle. Weil the bigger shark. Noch was anderes dann machen. Aber nee, eigentlich hatte ich halt so einen Geschäftsmann, der unter dem Vorwand, dass er da den Tourismus fördern möchte oder dass er daran interessiert ist. Aber eigentlich arbeitet er für so eine Fracking-Firma. Ich wollte ja unauffällig halt da Gelände und aufkaufen. Ach so. Das heißt, 95 hast du auch schon Fracking erfunden. Das gibt es eine ganze Weile. Ich dachte ja, du bist so ein Weyland-Yutani-Typ, der quasi auch unter dem Vorwand, dass er da sich für Grundstücke interessiert, sondern dass er quasi die genetische Überlegenheit des Spider-Shark erkennt und dann das sich zunutze machen will. Hätte ich auch gedacht. Hatte ich auch gedacht, dass sowas in diese Richtung ist. Also zu Deutsch. Also es wäre, der Reflex, den Fremden sterben zu lassen, wäre vollkommen richtig gewesen. Das ist die Botschaft, die wir mitnehmen sollten aus diesem... Der Fremde hat Schuld. Nee, ich fand Fritz total gut als Kind, also weil das irgendwie so albern war, gerade diese Konstellation mit dem Leichtgläubigen oder dem gehorsamen Michi und dann eben diesem neunmal klugen Kind. Fand ich, hat das Ganze sehr aufgewertet. Was ein bisschen schade war, dass wir für Romanze gar keine Zeit hatten. Nee, tatsächlich, also, dass leider weder irgendwie Timmy und diese wie ist die, Miner. Ja. Dass zwischen denen, dass die nicht so eine Kinderromanze, sondern und auch, dass ich sollte ja quasi, also die Patricia wäre dann das Love Interest gewesen, oder? Das wäre dein Love Interest gewesen. Ja. Die FBI-Agentin habe ich so ein bisschen Richtung Daniel geworfen. Richtung Martin und Daniel. Ja, gut, der hat genug Kerle. Okay, oder auch untereinander wäre natürlich auch interessant gewesen bei so einer Story. Ja. Mit dem Kind. Entschuldigung. Aber Kinder Love Interest, also die Kinder, da hätte man alle Kinder spielen müssen. Hätte es tatsächlich so eine Stranger Things Story sein müssen, sozusagen. Ja.
Wir haben ja auf der Karte noch zwei Locations, die kamen jetzt gar nicht vor, oder drei sogar, also die Fishing Industries. Genau, die Dann die Hafenkneipe mit Hafenbesitzer und die Tankstelle, die Werkstatt. Ja. Die Kirche gibt es auch noch. Also die Stadt hat eigentlich noch genug. Also wenn wir irgendwann mal sagen würden, wir kehren in die Stadt zurück, gäbe es genug Orte, die wir noch besuchen können. Und vielleicht sind ja denn die Kinder auch irgendwie eher so im Teenager-Alter und so. Und dann können sie quasi die Rache-Tour starten. Weil das, da ist doch auch noch, genau, da ist doch auch noch die Mystery Crew. Die Mystery Crew, ja. Was die eigentlich macht, hat. Und vor allen Dingen, Timmy will immer noch wissen, die zwei Steine. Identisch. Ich frage mich auch, ob man das dann in so eine Richtung drehen kann, dass es quasi so ein Slasher-Film wird, so im Stil von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, dann quasi nämlich der Haken an Mann Hank wieder zurückkommt, um der Stadt nach dem Leben zu trachten. Das wäre natürlich auch geil. Aber jetzt haben wir es quasi schon verraten. Aber ich finde dieses... Das haben wir nicht gesagt. Von allen Pen & Papers, die wir jetzt gemacht haben, ist das, was ich mir irgendwie am bildlichsten die ganze Zeit im Kopf hatte. Weil man diese ganzen typischen Locations so dermaßen irgendwie aus Filmen und Vorlagen schon drin hat, dass man irgendwie jede Szene, also ich habe jede Szene richtig detailliert gesehen, wie alles aussieht, auch wie es beleuchtet ist und so. Und wie das alles selbst, wie der Supermarkt gegenüber von diesem Restaurant liegt und wie auch die Plätze dazwischen aussehen und so. Dieses typische, eigentlich alles zu groß gebauter Parkplatz, und das werden sie aber erst in den nächsten 10, 15 Jahren merken, dass das alles viel zu viel war. Und also total. Ich hatte geil. Die ganze Zeit dieses, also immer wenn Spider-Shark aufgekreuzt ist, habe ich immer schon diesen Schrei gehört. Also irgend sowas, ich weiß nicht, was für ein Geräusch ist, irgendeine Mischung, so ein irgendwie so in die Richtung. Mal gucken, was wir da in der Post noch an Soundeffekten reinbauen können. Ich hatte auch meinen Kompass gar nicht zum Einsatz gebracht. Ich hatte zwischendurch so überlegt, ob ich den Kompass irgendwie benutze. Aber das habe ich dann zwischendurch wieder vergessen. Ich bin froh, dass meine Wärmekiste am Ende noch zum Einsatz kam. Mein Asthma-Spray war voll für den Arsch, aber mei. Ich wollte den eigentlich so machen, dass der zum Aufspüren von dem Ding vielleicht geeignet ist, weil ja diese Nadel immer irgendwo anders hingezeigt hat und dass sich dann irgendwie herausstellt, dass das mit den Eltern was zu tun hat und so. Aber das hat uns gefunden. Von dazu hatte ich tatsächlich zu wenig Zeit ein bisschen. Das noch eins. War im Juni, glaube ich, ausgesprochen bei Oma und PNP, und ich hatte es eine Woche später geschrieben und jetzt nur noch ein bisschen angepasst und verbessert. Aber die Charaktere, kann man sagen, haben wir immer so eine Woche vorher, tun hier bei mir ein. Und das ist so etwas, was ich eigentlich sonst sehr gerne mache, gerade weil eure Charaktere schöne kleine Spleens hatten. Und ich hätte zum Beispiel Fritzens Eltern mit eingewoben. Ja, das Mysterium, die sind erst 4 Jahre weg, das Mysterium, was mit deinen Eltern passiert. Ich hätte Hanks Vergangenheit ein bisschen mit eingewoben. Ich hätte sehr gerne das mit dem Fracking gemacht. Ja, ich hätte Aber das kostet auch alles Zeit. Das schafft man nicht in einem Nachmittag. Spielzeit, meine ich. Ja. Stimmt, ja, genau. Das Einzige, was ich tatsächlich machen konnte, ein bisschen umhängen, ist ein Daniel sein Charakter, denn die eigentliche Diner-Besitzerin heißt Brandine Cavendish und ist ein NSC gewesen. Und die Story startet eigentlich in dieser Hafenkneipe, wo dann der Sharky reinkommt. Dann hast du gesagt, du bist die Diner-Lady. Und na klar, bist du die Diner-Lady und brauchst diesen NSC nicht mehr. Und die Geschichte drumherum, das heißt, da konnte ich euch wenigstens dich ein bisschen einbauen. Und auch mit der Tochter, ja, wunderbar, da kannst du eine Verknüpfung zum Sohn machen. Dann habe ich diese Mystery Crew habe ich jetzt erst erschaffen, kurz vorher. Genau, aber das hätte ich ein bisschen mehr von mir gewünscht, mehr Figuren, wenn es schon Vergangenheit, wenn alle Fremden aus der Stadt, nicht zur Stadt gehören würden, alle von Fremden von außerhalb gekommen wären, wäre es egal gewesen. Aber wenn man schon Einwohner hat, wäre das noch so ein bisschen schöner gewesen, glaube ich. Es hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das machen wir auf jeden Fall nochmal wieder. Vielleicht gibt es auch noch eine Fortsetzung dazu. Schreibt doch in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Ja, danke euch fürs Zuschauen. Danke euch allen fürs Mitspielen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.